Sonntagabend, meine kleinen Städtchen, 19 Uhr, das heißt Planetary Annihilation und wir befinden uns gerade in einem One vs. One Game. Ich, oder Brammen gegen mich. Oh ja. Allerdings aus meiner Perspektive, das wollte ich quasi damit sagen. Ich kann hier keine... Mann, macht mich voll fertig. Wieso kann ich hier keine Metal Extractor setzen? Kannst ich du die setzen? Die auf, ja, ich habe schon den zweiten jetzt gebaut. Okay, da kann ich ihn setzen, da auch. Wieso denn hier nicht? Wahrscheinlich, weil die hier zu nah an den Felsen dran sind. What the fuck einfach nur? Ja, das ist natürlich nicht optimal jetzt hier fürs Spiel. Dass die einfach mal so... voll krass in den Felsen auch drin sitzen. Ich meine, das bringt mir ja nichts. Ja, warte mal, setz mal den ersten hier hin. Dann habe ich jetzt natürlich nicht den optimalsten Platz ausgesucht, muss man jetzt mal ganz einfach sagen. Da wäre das ja, zum Beispiel jetzt noch tausendmal besser gewesen. Ja, oder kannst du die Dinger da hinsetzen, wo die Felsen sind? Ich hab keine Felsen in der Nähe. Okay. Ja gut, okay. Dann muss ich mich jetzt daran halten, das da hinzusetzen, wo es gerade eben geht. Ja genau, wir haben halt gesagt, jetzt rennt der da rum. What the fuck, dann kannst du auch direkt hier hinsetzen. Ja, weil wir haben jetzt gesagt, wir spielen jetzt One vs. One, damit wir erstmal ein bisschen aufbauen können, mal gucken können. Ach, das sind nur Defense, Economy, Factory. Aber erstmal Economy-Gebäude bauen. Das ist jetzt erstmal am wichtigsten. Erstmal die Grundversorgung sichern. Muss ich mal kurz gucken, wo ich mich denn hier überhaupt niederlassen werde. Ich denke mal hier so... Ja, okay. Na gut, gucken wir mal. Ja, doch, das ist ganz gut hier. So. Kann ich auf der Lava überhaupt mit Einheiten fahren? Das ist ja keine Lava. Das ist ja irgendwie so einfach nur rotes Gestein oder so. Ach so. Also würde ich jetzt einfach mal sagen. Ist jetzt einfach mal so mein... So, das nächste, was wir bauen werden, ist nämlich das hier. Da kommt Bau zu Ende. So, das bauen wir jetzt direkt einfach mal ganz konkret hier hin. Ah, sehr schön. Komm, verspritzt schon deinen grünen Samen. Ja, wunderschön. Sieht das nicht geil aus, ey? Ja, voll die geile Farbkombi auch. Grün und Pink. Sehr schön, ja. Wunderschön einfach nur. Denn wir werden nämlich jetzt hingehen und werden den Commander ein bisschen Arbeit abnehmen. Indem wir Vehikel die ganze Scheiße bauen lassen. Oh ja. Ah, bauen wir mal direkt 3 Stück davon. Weil die sind nämlich auch eindeutig schneller als unser Commander, der hier auch immer gegen irgendwelche Sachen läuft. Oh, schön. Schön. Ja, so, die Wegfindung hier ist echt erste Sahne. So, komm, mein kleiner Bot. Dann bau uns doch schon mal direkt hier mittig so ein Teil hier. So. Da baust du mir jetzt auch noch was hin. Da kommt auch schon mein nächster Bot. Ja, die kleinen Dinger brauchen halt ein bisschen länger zum Bauen. Aber dafür... Oh, es ist dann natürlich auch gerade keine Energie vorhanden. Das Problem habe ich auch, Dem sollte ich jetzt vielleicht mal entgegenwirken. Ach, die Sachen bauen sich schon von... Ach ne, doch nicht. Ja, die arbeiten halt jetzt voll am Maximum irgendwie. Okay. Was mache ich denn jetzt mit dir? Na komm, du baust jetzt hier den Scheiß. Ganz viel davon. Und unser Commander baut... sowas hier. Ach, du bist fertig? Sehr gut. Was hat denn der für ein... Okay. Wo gehe ich denn jetzt hin am besten? Dahin. Okay. Aber können nicht mehr als einer die Gebäude bauen, oder? Doch. 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 Sieht jedenfalls so aus.
Ja, man hat hier zwischendurch schon so ein kleiner Grafikfehler, wie man das hier so schön sehen kann. So Textur-Nachladefehler, aber wie gesagt, das ist eine Beta, das verzeihen wir jetzt erstmal noch. Niemals. Nee, sowas echt mal ohne Spaß, er sagt, dafür wohl echt nicht wahr sein, Dennis. Ich finde das nicht cool. Kann ja wohl echt nicht wahr sein. So, er ist da zugange, du bist hier zugange. Boah, ich habe minus 4475 gerade an Energie. Leck mich mal fett am Arsch. Das ist echt krass. Voll krass, Junge! So. Lalala. Macht mal schneller hier, kleinen Mongos. Der da oben ist auch noch zugange. Der hier ist auch noch zugange. Ah, du bist nicht mehr zugange, sehr gut. Dann hilf dem jetzt hier mal bei dem Energy Plant. Das dauert nämlich alles viel zu lange. Da arbeiten natürlich auch die Konstruktionsdinger hier generell. Alles läuft langsamer. Ist natürlich nicht so mega geil. Boah, da tut sich ja gerade fast gar nichts, ey. Scheiß mal die Wand an. Okay, das stagniert gerade extrem bei mir. Vielleicht solltest... Okay, er hat jetzt aufgehört. Dann sollte das hier jetzt wiederum wieder ein bisschen schneller gehen. Ja, tut sich was. Da tut sich was. Ist gleich fertig, das Ding. Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen Energie dazu. Ja, komm. Komm. Da fehlt nicht mehr viel. Ah, frag mich mal, wo der Bram sitzt, ey. Geh dich einen Scheiß an. So. Alles klar, jetzt ist er hier auch sofort fertig mit seinem Ding. Oh. Du brauchst jetzt auch nochmal so ein Energieding hier. Damit hier ein bisschen schneller geht. Verfickte Scheiße nochmal. So, du fährst erstmal dahin. So. Energie ist jetzt erstmal das Wichtigste. Ja, bei dem warte ich jetzt auch erstmal, bis der fertig ist. So. Plus 575. Ja, so hätte ich 25. So habe ich das gerne. So. Plus 1200. Also gut, jetzt sind wir wieder bei mir minus, aber egal. Halb so wild. Ah, okay, wenn ich STRG drücke, dann... Ah, hier kann ich auch ranzoomen. Interessant. So. Ach, du bist auch schon wieder fertig mit dem Energieding. Dann baue ich noch eins hin. Du bist auch fertig geworden. Bauen wir ja auch noch eins hin. Was kann ich denn hier bauen? Kann ich mich denn hier... Machen wir mal ein paar... Oh Leute, ich hab 29 gebaut. Was hast du gebaut? 29? Ja. So, Energie haben wir jetzt tatsächlich genug. Heißt also, du kannst jetzt auch mal hingehen und hier bauen. So. Das kommt hier hin. Du machst auch deine Arbeit sehr schön. So. Auch so ein Energieding hier. Das wird auch, ich glaube, diese einzelnen Gebäude, die werden auch so kreisförmig angebaut. Oder das hat einfach, das ist einfach nur der Effekt, weil der Planet einfach rund ist und, ach, keine Ahnung. Lol, der ist aber ganz schön schnell gebaut, mein Freund. Dann wohnen noch mal eins hier neben. Man kann die im Kreis bauen, aber wenn du die direkt daneben sitzt, dann werden die gerade gebaut. Das ist ja höchst interessant. Okay. Wenn du die mit einem gewissen Abstand zueinander baust, dann werden die immer ein Stückchen schräg gesetzt. Das heißt also, dass die so irgendwie dann... Habe ich zumindest ein Gefühl. Ach, keine Ahnung. Minus 5300 Strom, ey. Oh.
Ich habe jetzt gerade hier Metal bis zum geht nicht mehr hier, so ein Energy-Kram hier. Machen wir mal weiter hier. Habe ich hier noch irgendeinen untätigen? Da. Du hast auch nichts zu tun. Oh, so ist gut. Oh, du bist auch schon wieder fertig. Oh. Jawohl, alle haben sowas zu tun, so sehe ich das gerne. Oh, bauen wir mal noch ein paar Panzer hier. So, wie sieht es da oben aus? Der ist auch fast fertig. Hierhin. 10.000 minus Strom! dann dürfte sich doch bei dir schon fast gar nichts mehr tun, oder? Es tut sich zumindest nicht so viel. Ich baue gerade mit 2 Einheiten nur Powerplants. So. Der ist schon wieder fertig. Bauen wir mal sowas hier. Du baust mir noch sowas hier. Okay, das sieht doch gut aus. Go, go, Jungs. Ist eigentlich, verbraucht eigentlich jedes Gebäude hier? Lol, das verbraucht 1000 Energie. Ach was. Ach so, du hast ja den... Okay, keine Ahnung. Ah, einfach mal ein paar mehr Energy-Dinger bauen hier. Ach du Commander, bist auch schon wieder fertig. Da bauen wir noch ein Metal Storage mal hier hin. So, das ist auch fast fertig. Da kann ich nämlich hingehen. Und mal... Wo düse ich denn mal hin? Was 110 Metal... 117 pro Tick. 117 pro Tick hast du? Ja, also oben beim Metall. Ich weiß echt nicht, ob das viel ist oder wenig. Oh, ich habe 31. Aber ich bin auch gerade am Bauen. Also Einheiten. Wo fahre ich denn mal hin? Machen wir mal hier hin. So, ist hier noch irgendjemand untätig? Ja, du. So. Jetzt habe ich so eine Schrägsicht hier drauf. So eine. Egal. Komm her, Metal Storage bauen. So ist brav. Wobei, so viel brauchen wir nicht davon. So viel. So ist gut. So. Der ist jetzt erstmal beschäftigt. Was ist denn da los? Irgendeine Einheit von dir ist gerade fett draufgegangen. Mir? Mhm. Aber wahrscheinlich nur eine Erkundungseinheit. Oh, ist gut möglich. So, bau mal schön. Du bist auch zugange. Du bist schon wieder fertig hier. Das ist sehr vorbildlich. Hier auch noch einen hin. Oh, du bist schon wieder fertig. So. Hey! Okay, gehen wir mal. Wo ist denn mein... Ja.
So. Okay. Der mit seinem Flieger hier durch die Gegend tickelt, ey. Ah, hallo! Da sitzt er also. Ja, da haben wir doch schon gefunden. Interessant. Ja, sehr gut. Das war der Plan. Das war der Plan. Mutter hat einen Plan, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich bin gerade umgezogen. Ja, ja, deine Mutter ist umgezogen. Hätte sie ja wohl gerne. Ich weiß echt nicht, wie viele Kraftwerke oder so man bauen sollte, wa? Weiß ich nicht. Ich baue einfach bis zum geht nicht mehr. Oh Gott, ich brauche mal eben kurz. Zweites. Zweites? Ich habe minus 21.000 Strom. Minus 21.000? Ja, okay, jetzt habe ich minus 12.000 nur noch. 13. Das ist ja super. So. Der baut auch. Der ist schon wieder fertig. Wo denn hier noch einer? Hier war einer, ne? Nee. Wo hab ich den hingeschickt? So. Ach, da. Da ist also die Brammenbase. Interessant. Die Brammenbase! Oder eine Brammenbase, ja. Ah, du bist schon wieder fertig hier. Ja, bau doch nochmal so ein Metal Storage. Da haben wir noch gar nichts von. So. Ach, der ist immer noch fleißig dabei, Energie zu bauen. Ist doch vorbildlich. Ach, da steht schon. Ich nicht sagen, ich brauche einfach mehr Kraftwerke. Dann bau doch welche. Ach Leute, ich glaube, das Kraftwerk bauen ist dafür, ob mir die Energie so abzieht. Das kann, ja klar, der braucht ja auch Energie, während du da zugange bist, ne? Ja. Das merke ich schon. Ich brauche jetzt mal eben kurz hier. Nee, die kommen hier hin. So. So, du baust das. Gucken. Oh, kann man nicht, oder? So, wollen wir noch ein paar Einheiten hier. So.
Ich nicht, wenn ich uns bauen soll. Ja, echt mal Bram, was soll das denn? Aber ich habe plötzlich plus Strom. Ich hab plus Strom! Guck mal was. Ich hab plus Strom. Hallo, du kannst mich an, du Wichser. Nee, das stimmt gar nicht. So was würde ich nicht machen. Ich hätte hier von uns zu rushen. Ich dachte, wir bauen erstmal alles, aber okay. Ja, weiß nicht. Da wollte ich mal gucken, mit wie lange ich mit so einer Armee auskomme. Was die so alles kann. Aber ich dachte mir, ich schicke jetzt erstmal ein paar Einheiten rein, weißt du, dann. Dann können wir mal gucken, weißt du. Oh, guck mal, wie sie fallen, wie die fliegen, Junge! In your face, bitch! Woo! Komm, erstmal mach die ganze Energie platt, das ist das Wichtigste. Alles platt machen hier. Eins nach dem anderen. Komm. Alles wegmachen. Das ist wichtig. Komm, mehr Energie platt machen. Klasse. Weißt du wieder, bis jetzt nur mein Commander steht. Ja, dachte ich mir schon. Oh, da hat Bram den Angriff abgewehrt. Das ist natürlich ärgerlich. Hat er wohl. So. Was ist das denn hier? Ach so. Ja, wenigstens habe ich auch genug Energie hier und so. Da habe ich jetzt erstmal gut was gebaut. Wenigstens habe ich genug Energie hier. So, habe ich hier noch irgendwo ein Fahrzeug stehen? Ja. So, mach dann einfach mal. Na komm her. Hey, Commander. Go for it. Alter Junge. Yes. Was ist das denn hier? LOL. Was ist das hier? Achso. Was ist das hier? Ah ja. Du mieser Spaß, dir ist schon bewusst, dass du dafür eine krasse Rache an den Hals kriegen wirst, wa? Ja, auf jeden Fall, Junge. Ich weiß, dass du gerade deine Einheiten sammelst. Sagen, aber sammeln ist noch ein nettes Wort.
Oh, was soll das denn? Findest du das etwa witzig? Was genau? Dass du einfach mal meinen Speer da platt gemacht hast. Sorry. Aber ich mag das nicht, dass du da so viele Einheiten hast. Das finde ich nicht so nett. Wie viele Einheiten der da hat, ey? Überhaupt nicht witzig. Komm, platt machen hier alles. Lol, die Dinger können ja gar nichts, Alter. Ist ja voll gay. Nee, die scheinen echt nicht so viel zu können. Nee, die sind aber nicht so geil, ganz ehrlich. Weg damit, die will ich nicht mehr haben. LOL! What? Wo ist meine Armee denn hin? Alter, ist die da gerade voll zerschellt oder was? Vielleicht. Das ist ja jetzt nicht so geil. Uncool. Echt uncool. Hadi, ich sag das mal so, ja, wenn du mit den Großen spielen willst. Dann musst du auch einstecken können, du Lutscher. Schön ist alles schon stehen. Ah, das geht ja noch klar. Ey, mach doch nicht mein Radar kaputt, du Affenkopf, ey. Was soll das denn? Findest du das witzig oder was? Bisschen schon. Ehrlicherweise muss ich sagen, ein bisschen schon. Spacken, ey. Hier werde ich es zeigen. So. Wer produziert denn da immer noch diese komischen Bomber, Alter? Nein, Mann, ich will die Bomber nicht. So, mein kleines Schmackerle. So. So. Jetzt kriegst du auch Fresse, du kleiner Penner, ey. Oder krieg doch die Fresse. Alter, ihr sollt doch hier hin. Dahin. Hier hin. Hier hin. Du kleiner Pisser. Kannst du mal richtig krass die Kimmel knutschen, Alter. So. Mal gucken mal, wo du bist, Hardy. Ja, ja. Ich mag das nicht, dass du diese komischen Schiffe da hast. Das finde ich nicht in Ordnung. Schmerzen. Diese komischen Missiles sind aber echt böse. Du geiler kleiner Penetrationskönig. Ja, was willst du denn von mir? Was hast du denn? Was möchtest du mir sagen? Gar nichts. Wo sind sie denn? Was, wo sind sie? Komische Dingseinheiten, wo sind die?
Warum, ich will nicht, ich will keine Flugeinheiten bei dir sehen. Das finde ich nicht in Ordnung. Weg damit. So. Ach, das findest du nicht in Ordnung. Okay. Nee, das finde ich auch nicht in Ordnung. Alter, wird der Bram da alles stehen? Das leckt mir mal am Arsch. Ja, deinen Bomber kannst du dir in den Arsch schieben, Junge. Kann ich das, ja? Ja, kannst du. Weißt du, das ist dann noch so eine Flugeinheit. Komm, weg damit. Ist noch mehr davon, weg damit. Will das nicht. Lufteinheiten kannst du dir sowas von abschminken, mein Freund. Boah, wie sie da überall sind, ey. Ohne Spaß. Oh, ich sollte hier weg. Das tut weh. Aua, 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 aua! So, fuck, 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 fuck! Mann, wie viel die einfach kaputt machen, ey! Das ist doch echt ein Scherz, Alter! Alter, was ist das denn? Ja, wo genau, ey? Die sterben ja schon, bevor die da sind, Alter! Was ist denn das für eine Scheiße? Oh, oh Spacken, Gott. Warum willst du mich auch hier irgendwie abfacken? Ja, tut mir leid. Musste mal sein. Ah, der Bram kommt jetzt angefahren, sagst du? Nee. Noch nicht, sagst du? Noch nicht, sag ich dir. Noch nicht. You bitch, ey. Ich mach dich schon fertig, keine Sorge. Machst du das, ja? Ja. Ich hab jetzt überall Missile-Dinger hingestellt, Mami. Ja, nicht nur das. Alter, wieso kommen denn jetzt diese scheiß Panzer auch dahin gefahren? What the fuck, ey? So. Was ist das denn hier? Oh, das ist noch ein Panzer. Das ist ja interessant. So. Okay. Whee!
Gott. Oh, guck mal, wer da ankommt, ey. Ja, ich muss ja nur mal kurz, nur mal kurz gucken. Nur mal kurz gucken, sagst du? Ja. Okay. Nur mal kurz gucken, muss er. Achso, der kann die da nicht, der kann da nicht bauen, weil die da stehen. Das ist ja interessant. Ach so, ah, ich verstehe. Sollen wir alle hier hinfliegen? Ja, plus 3000 Energie, alles easy soweit. Noch irgendwo. Ach, guck mal, da kommt er schon wieder angefahren, der Mongo. Oh, ja. Nee, Bram, das kannst du aber knicken, mein Freund. Das sind aber ein paar viele. Ja, sind sie wohl. Da ist Feierabend. Das läuft nicht. Weil du jetzt von oben kommst, bringt dir das irgendwas? Ja. Klar. Voll x Einheiten, die da stehen hast. Alter, ihr sollt auf den Commander schießen und nicht auf die Gebäude, ihr Behinderten! Oh Gott, das bringt ja mal gar nichts, Alter. Das kannst du ja voll vergessen. Ach, guck mal, da kommt der Bram mit seiner Mega-Armee angefahren. Das ist ja interessant. Du kannst ja mal richtig krass die Kimme knutschen, mein Freund. Die Mega-Armee, ja? Das sind nur ein paar Einheiten. Bram, ich hab überall Radar stehen. Ich weiß, wo du langfährst. Ja, das ist auch okay. Du kannst ruhig kommen. Also du kannst da ruhig drauf vorbereitet sein, das ist kein Ding für mich. Junge! Kommt er da mit den fetten Einheiten an, ey. Interesting. Ja, da machen deine Bomber ja richtig viel gegen, ey. Ja, das ist halt Pech. Richtig Schiss, Junge, dass du mir doch noch irgendwie was kaputt machst bei zwei Einheiten. Wow, was ist das Zerschelle, Junge. Alter Vater. Ey, was ist denn das für ein fucking Bomber? Ey? Wieso macht denn der so viel Schaden einfach nur? Alter. Krank einfach nur. Einfach nur krank.
Ja, das stimmt wirklich. Alter, wieso machen diese komischen Laufeinheiten so viel Schaden? Das ist ja der Wahnsinn. Lol, da habe ich irgendwie einen Buggy. Da warten wir auf, dass deine paar Einheiten zu schillen. Was ist denn das für ein Bomber, den du da baust? Ist der das? Ach, shitty fuck, ey. War jetzt natürlich nicht optimal, muss man mal ganz einfach sagen. Ja, dann machst du einfach nix. Alter, wie die eine. Leute, was denn da ankommt? Leute, du hast ja meine ganzen. Und ich wundere mich schon, warum ich die Armee gar nicht mehr sehe. Ja, die sind alle kaputt. Die Radare. Oh oh. Alter, wie viel denn da. Ah, leck mich am Sack, ey. Oh oh. Oh oh. Uncool. Uncool! Nein! Scheiße! Oh oh. Alter, ey, what the fuck? Was hast du da für Fahrzeuge? Wieso machen die so viel Schaden, ey? Leck mich mal, ja, du kannst eigentlich getrost reinfahren. Ich hab dir nicht mehr allzu viel entgegenzusetzen. Ich hab, um ganz ehrlich zu sein, ich hab gar nichts mehr. Scheiße, ey. Mit was ist denn der da angekommen? Ach, die Dinger schießen darauf. Ah gut, die machen jetzt nicht allzu viel Schaden. Lol, wie viel Schaden diese Raketendinger einfach machen. Okay, da habe ich jetzt dazugelernt. Missile-Bots sind einfach nur sowas von pervers, ey. Wie viel Schaden, wie viel die auch aushalten, diese Bots? Das ist ja der Hammer. Ja, aber. Auf jeden. Die halten viel mehr aus als die Panzer. Aber erheblich mehr. Und schießen darauf eine viel größere Reichweite schon. Na gut, das muss man natürlich wissen. Ich dachte, Panzer wären ja das Nonplusultra, aber Bullshit. Hast du denn die Erweiterten nur gebaut? Wie, die, was für Erweiterte? Du kannst erweiterte Waffenfabriken bauen. What? Wo? Wenn du in einer. Wenn du diese Constructor baust. Ja. Kannst du halt denen sagen, baut. Also das können nur die Constructor. Okay. Von ihrer eigenen Rasse quasi, also Flugzeuge für Flugzeuge und so weiter, eine Advanced Weapon Factory des jeweiligen Typs zu bauen. Ach was. Also so ein kleines Constructor Viech oder was? So ein Fahrzeug? Genau. Okay, und damit, dem müssen die denn neben der Fabrik stehen, oder was? Nee, die können also eine eigene Fabrik bauen. Ach, das ist eine eigene Fabrik? Ja, die heißt dann Advanced Airplane, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, oder Air Factory und Advanced Tank Factory und so ein Scheiß. Okay, das habe ich irgendwie nicht gesehen. Ja gut, dann ist das, natürlich klar, wenn ich hier mit so Bongo-Einheiten angefahren komme. Und ich hab halt nur die gebaut. Ich habe halt vom Anfang ja, von jeweils einer nur gebaut. Okay. Und nachher dann halt nur noch die anderen Fabriken. Ja gut, das muss man natürlich wissen. Das habe ich da jetzt so schnell nicht gesehen, das gibt. Ja gut, machst du nix. Da hatte der Bram eindeutig die stärkeren Einheiten.
Aber trotzdem geht's jetzt. Was würdest du denn so sagen jetzt so nach dem Spiel, wo man jetzt einfach mal mit Ruhe und Verstand mal gezockt hat? Wie findest du das? Ja, also ich finde halt, dass es extrem teuer ist. Das finde ich es nicht wert, aber es erinnert mich halt extrem an Supreme Commander und das fand ich auch ganz nice. Also es ist halt echt mal Massenschlachten und so weiter. Kann man sich auf jeden Fall geben. Ich würde aber auf den Summer Sale warten oder auf den Winter Sale oder so. Ja, was man natürlich jetzt auch machen kann, ist beispielsweise, du kannst ja hingehen und wenn du jetzt mehrere Planeten in so einem System hast, kannst du ja andere Planeten auch besiedeln. Dann bekommt das Ganze nochmal einen ganz anderen Charakter. Also, das hatte ich eigentlich vor. Ah, okay, alles klar. Ja, weil deswegen hast du halt drei verschiedene Planeten irgendwie Bases und dann musst du halt auch auf drei verschiedenen Planeten gleichzeitig irgendwie, ne, das alles koordinieren und ich glaube, das ist das, was das Spiel dann erst wirklich richtig interessant macht, denke ich. Ja, glaube so, ich auch. Also, ja, ich fand's eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Dann würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt ja eure Meinungen einfach mal in die Kommentare schreiben. Verbesserungstipps, Tipps zum Spiel generell, lasst euch aus. Immer gerne gesehen, immer gerne gelesen. Und dann würde ich sagen, ne, bis zum nächsten Mal. 19 Uhr, Strategiezeit, ihr wisst Bescheid. Haut rein. Tschüss. Tschüss.